Hallo zusammen und willkommen zurück hier bei den Ellerbach Stories. Wir stehen hier immer noch an der Unfallstelle mit ja, ziemlich vielen Leuten hier rum. Mal gucken, wie es hier gleich weitergeht. So, wer übernimmt das Wort? Jo, auch ein Moin an meine Zuschauer. Und ja, der Gutachter ist informiert, Herr Dose. Gut, auch von mir ein Hallo an meine Zuschauer. Das ist sehr gut. Also der sollte jeden Moment kommen, also die nächste Zeit sollte der gleich kommen. Ja, dann muss ich gleich die Staatsanwaltschaft machen. Ich bringe mal erstmal den Timing jetzt weg, dass der untersucht werden kann vom Notarzt. Genau. Das ist jetzt erstmal wichtiger. Brauchen Sie mich dann noch hier oder kann ich dann meine Arbeit wieder nachgehen? Sie können Ihre Arbeit natürlich nachgehen. Gut, dann verabschiede ich mich mal bis später. Jo. Ja, bis später. Herr Dose. Ja. Ich hab dann mal so eine Anzeige. Ja. Herr Temming will mich ja hauen. Sie haben das ja auch gerade schon gehört. Ja, auch da wird ein Strafverfahren eingeleitet. Gut. Ist notiert, wird auch eingeleitet. Okay. Aber Herr Dose, zu was braucht man jetzt der Hörnerfeuerwehr? Herr Schröder. Können Sie mir das nochmal erklären? Wo sind Sie denn jetzt? Herr Schröder, Temming tut nur so. So, und jetzt bitte nochmal? Also zu was braucht man jetzt der Hörnerfeuerwehr? Sie wissen, was ein Feuerwehr-Einsatz kostet. Sie wissen, was versuchter Mord ist. Ja, aber damit für... Ich brauche welche, die Straße absperren. Das geht nur mit Blaulicht, oder? So, der MB-Truck tut ja absichern. Der ist ja breit genug. Ja, aber dazu ruft man keine Feuerwehr. Oder das hat... Das Feuerwehr ist jetzt um irgendwelche Zig absichern. Ah, da hinten kommt jemand. Ich glaube, das ist der Gutachter. Überlegen Sie mal, dass irgendein... Herr Dose, überlegen Sie mal, das könnte irgendein Haus brennen und das Fahrzeug ist schon einsatzbereit. Was machen wir denn? Man könnte jetzt auch sagen, ja, das war jetzt der Hörnenversuch, der Totschlag, aber die Leute in dem Haus, die sind jetzt nicht egal, oder? Sie können fahren. Moin! Okay. Hallo! Sind Sie der Gutachter, den ich gerade angerufen habe? Jürgen Ubel, TÜV Süd. Moin, Herr Ubel, kommen Sie einmal mit. Jawohl. Oh Gott, aber es geht aus, wenn man die Felge mit Lack mit Röfen malen muss. So, Herr Dose, schildern Sie mal. Herr Uwe, ist ganz einfach. Es ist als erstes hier ein Unfall passiert mit Herrn Meier. Der ist erst hier reingefahren. Dann sollte eine Alkoholprobe abgehen. Der konnte sich überlegen, ob er reinpustet oder mit zur Wache kommt wegen einer Blutprobe. Das wollte nicht, hat versucht zu flüchten, ist erst wieder rückwärts hierher gefahren, hat gedreht, ist vorwärts, hat hier an der Seite meinen Streifenwagen mitgenommen, absichtlich gerannt, hier an der Seite rein und hat dabei... Ist er hier reingefahren, hat den Herrn Temming voll erwischt und hat auch noch versucht gehabt, mich anzufahren. Also der Zaun hat einen Schaden, das Auto hat einen Schaden. Ja. Und dazu brauche ich einfach auch ein Gutachten. Hat er gebremst, hat er nicht gebremst, weil wenn er nicht gebremst hat, dann war es ja mit pure Absicht, dann muss man ja wirklich schon von Mord ausgehen. Ansonsten wäre das ja versuchter Mord oder so. Ja. Herr Keugeld, hauen wir ab, dann komme ich mit dem Abschlepper gleich. Ja, das hält jetzt auch gesagt. Gut. Okay, deswegen bräuchte ich da ein Gutachten. Ja, das ist ja wieder mal eine schöne Sache. Und ich weiß jetzt was, ich glaube, das hat man dann nochmal erklären, dass man die Feuerwehr jetzt und da so etwas absichern hat. Ja, keine Ahnung. Weil ich sehe da, wenn das wenigstens irgendwo auf der Straße wäre, aber das ist ja auf so einem Feldweg da drinnen.
Na, irgendwie komisch. Ja, jetzt müssen wir erstmal das Auto wieder abschleppen. Das ist die nächste Sache. Kein Abschlepper da, weil der LKW unterwegs ist. Paletten ausliefern. Ah, ich liebe es. Naja. Müssen wir gleich mal gucken, dass wir das Auto da oben wegkriegen. Mal gucken, was der TÜV sagt. Weil das geht nicht, der wäre gegeben im Falle, wenn es Feuer wäre, es könnte irgendetwas brennen oder irgendetwas Wichtiges sein. Naja, gucken, was da rauskommt, keine Ahnung. Also. Ob das dann wichtig war oder wie oder was, müssen wir dann im Nachhinein besprechen, denke ich mal. Ja. Müssen wir mal gucken. Jetzt ist ja alles gut gegangen, ist ja jetzt noch kein Einsatz reingekommen. Ne, Gott sei Dank. Ja, Temming liegt ja im Krankenhaus. Das passt ja. Da ist er erstmal gut aufgehoben. Ja, guck da mal vorbei und frag den nochmal, was da wirklich passiert ist. Und weil das ganz klar, was du meinst. Nee, nicht wirklich, keine Ahnung. Wenn versucht der Mord. Dann hätte er gleich überfahren. Wollte ich gerade sagen, dann hätte er überfahren müssen. Na ja, komm. Ja, ja gut. Machen wir das Loch zu. Genau. Ich organisiere einen Abschlepper, dass wir das Auto da vorne wegkriegen. Okay. Jo, tschö. Tschüss. So. Moin! Moin, moin! Haben Sie das schon ausgeliefert, oder? Naja, steht schon bei dem auf dem Hof. Oh, sehr schön. Der LKW ist wieder an der Stadt? Auf der Tür der Stadt, das Ding. Ja, wo steht das? Na, auch oben auf dem Hof. Oh, ja, das Fahrzeug gehört der Stadt. Also, na, das hätte man wissen müssen. Ja, wir haben bloß jetzt gerade eine Schwierigkeit, wie ich brauche eben, ich krieg die Krise. Ich brauche eigentlich, ja, wie machen wir denn das jetzt? Hey, Sie können abladen, ich mache das anders. Ich hole von der Stadt das Fahrzeug, kriegen wir hin. Okay. Ich muss nämlich ein Fahrzeug abschleppen. Herr Dose wurde fast angefahren, das Auto steht quer. Ja. Na super. Ja. Dafür ist man alles zuständig. Wie sagt man so schön? Ich wollte Ihnen mal vorstellen, meine Zuständigkeitsbereiche. Achso. Ja, ja. Einmal Stadt, einmal abschleppen, einmal Polizei, einmal Feuerwehr, einmal Hof noch 5%. Ja, dann holen wir mal eben die Abschleppkette. Tun ihn abschleppen. Ich denke, da werden wir auch das Auto bald reparieren müssen bzw. austauschen müssen. Den BMW oder was? Ja, genau, sein Polizeiauto, das da war. Naja, da freut sich die Stadt. Ja, lackieren oder was auch immer, austauschen, wie auch immer, was er möchte ja dann. Oder was auch beim Gutachten rauskommt, ein Gutachter ist gekommen. Wird eine interessante Sache. Ja, das ist auch toll. Warum will die Abschleppkette jetzt nicht mitkommen? Die hat auch ihr Eigenleben wieder.
So. Gut. Dann machen wir uns wieder auf den Weg hier. Oh, die Abschleppkette ist ja wirklich, die hat ihr Eigenleben. Das ist ja sehr toll. Junge, was ist mit der denn los? Ja. Gut, dann fahren wir so hin. Scheißegal. Müssen wir so hinfahren. Ja, gut. So. So kann man Auto fahren. Alles klar. Mir weiß ich ja Bescheid. Jo. Adress. Moin, Schröder hier. Moin. Sind Sie noch vor Ort? Ja, ich bin noch vor Ort. Okay, wir müssten das gleich ein bisschen anders machen. Wir müssten eben das Auto erstmal rausziehen, weil die Abschleppkette irgendwie ein Eigenleben hat. Okay. Die hat zurzeit ihr Eigenleben entwickelt. Ja, deswegen müssen wir erstmal das Auto kurz auf die Seite schieben und dann danach abschleppen. Wenn die Kette ihr Eigenleben wieder beendet hat. Alles klar, so lange bleibe ich dann hier und warte. Ja, ich bin gleich da. Ich bin schon beim Herr Ebers seinem Hof, also ich bin gleich da. Alles klar, super. Hat der Gutachter schon irgendwas gesagt? Ja, der kann ja auch nichts entdecken. Es sind keine Bremsspuren da. Und konnte nichts entdecken. Aber er sagt auch, es sieht für ihn auch so aus wie versuchter Mord. War keine Bremsspuren, weil er ist ja erst in den Zaun gefahren, dann ist er zurückgefahren. Ja, das ist ja super. Dann ja, haben wir erstmal Zaunerneuerung, dann ihr Auto ist Schrott. Ja. Ja. Also ich werde auch die Staatsanwaltschaft informieren und dass ich jetzt einen Haftbefehl bekomme. Ja, erstmal untersuchen, ja. Keine Ahnung, wie sie da vorgehen. Ja, nur irgendwas muss hier passieren. Also es kann ja nicht sein, dass hier in Ellerbach jeder jetzt macht, was er will und dass man meint, hier in Ellerbach die Polizei wieder mal Anweisungen zu ignorieren. Tja. Wir müssen uns hier in Ellerbach was einfallen lassen. Ja, auf jeden Fall. Aha. Ja, Herr Meier. Mhm. Ja. Sehr komische Persönlichkeit. Ja, nur welche Leute können wir einfach in dieser Stadt echt treffen. Boah, das ist mein Eindruck hier als Polizist. Wir sind mal ehrlich, Herr Schröder, wenn jetzt er natürlich die Anweisung der Polizei nicht hört, dann haben wir hier, macht das jeder Bürger und dann brauchen wir bald keine Polizei mehr. Ja. Dann ist die Polizei ganz klar natürlich überflüssig. Auf jeden Fall. Ja, ich werde das Auto mal versuchen, dort unten anzuheben. Ja. Mal gucken, ob man das irgendwie bisschen zur Seite gedrückt kriegen, dass es erstmal vom Weg ist. Genau. Das schleppen wir dann gleich ab. Ich weiß nicht, Blinklicht werden sie, denke ich, ausmachen. Ja, ja, das werden wir ausmachen. Abschließen und dann gucken wir, dass wir das Eigenleben von der Kette beenden. Und dann, ja, genau. Fahren Sie mit oder wie ist das? Ja, wenn Sie mich da mitnehmen würden, dann würde ich nämlich mich ins Büro setzen und die Staatsanwaltschaft informieren. Ja, ich nehme Sie mit. Ich helfe mich rein.
bin, glaube ich, falsche Seite, ne? Normalerweise müssten sie reinkommen. Irgendwie klemmt die Tür. Ja. Oder? Steigen Sie mal ein nochmal. Hey, irgendwie klemmt die Tür. Oh, super. Die Stadt hat auch nur mal Scheiße hier stehen. Meine Herrschaft, ne. Sonst gucke ich mal, ob der Herr Ellmann oder so mich dann zurückbringen kann. Ach, herrje. Timing. Mit Krücken. Gucken sind das ich. Und ein Herr Meier. Herr Timming. Ja. Yeah. Mit Krücken. Ja. Ihr hört sich schon ganz benebelt an, voller Ibo. Hallo. Als Info, auch gegen Sie, auch wenn Sie benebelt sind, wird auch ein Strafverfahren eingeleitet. Ja. Ja. Gegenüber den Herren Schröder haben Sie Aussagen gemacht, die auch sehr bedrohlich klingen. Was habe ich denn gesagt? Sie wollen ihm was auf die Rübe hauen. Aber das machen wir später, wenn Sie sich würde ich niemals sagen. Wenn Sie sich erholt haben. Ach du Scheiße. Okay. Ah, ja. Könnte jetzt der Herr noch weiterkommen, oder? Ja, das Auto bleibt erstmal stehen, wird bald abgeschleppt, wenn das Eigenleben der Abschleppkette beendet ist. Und ja. Okay, mal schreiben. Herr Temming! Was ist drauf? Der hat ein bisschen Blähungen. Temming! Yeah! Aussteigen! Sofort! Für die Reinigung kommen sie auch auf. Dankeschön. Nehmen Sie mit aufs Protokoll, Herr Dose. Dankeschön. Also Herr Schröder, wenn Sie gucken, auf dem Klo, vor dem Klo in der Gemeinde, wer da auf den Boden geschissen hat, ich weiß nicht, wer das war. Also auch Reinigung. Wunderbar, sehr schön. Herr Temming muss viel Geld haben. Das ist eine sehr gute Geschichte. Aber gut. Da hat nichts davon gesagt. Ja. Ich Herr Temming, die überbriefen das. Ja. So. Wer kann sie jetzt mitnehmen? Ich muss wieso noch die Staatsanwaltschaft anrufen. Vielleicht okay, gut. Und die sagen, die holen mich ab. Okay, gut. Dann hau ich erstmal ab. Jo. Tschö. Tschö. Junge. Hier ist was los. So. Ja, dann müssen wir mal gucken, dass wir das Eigenleben der Abschleppketten hier beenden. Weil irgendwann möchte ich doch gerne das Fahrzeug abschleppen. Naja, müssen wir mal gucken. Da schießt ein Vogel lang. Ja, irgendwie haben die Straßen den Wechsel zwischen Sommer und Winter nicht mehr hingekriegt, irgendwie. Oder Winter und Sommer, besser gesagt. Irgendwie haben sich da sehr komische Hubbel gebildet. Junge. Na gut, dann düsen wir da erstmal hin. Gucken mal, dass wir dieses Eigenleben beenden. So. Du. Du.
Ja, den Schlepper können wir eigentlich, ja, der muss zur Reinigung, dann das dann im Gemeindegebäude, das ist ja auch da. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal weiter, wie das Ganze hier weitergeht. Irgendwie ist das alles sehr, komisch und ja. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst gerne einen Kommi da, lasst gerne ein Abo da. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss!